Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Die Singles unter den Krebsen haben ganz wunderbare Flirt- und Romantiksterne. Liierte Krebse müssen aufpassen, dass sie nicht mit ihrem Schatz auseinanderdriften. Erotik hilft. Falls ihr Unterstützung braucht, um euer Liebesleben zu sortieren oder in einer anderen wichtigen Angelegenheit, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder über meine Homepage und die Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung könnt ihr diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers gewinnen, so wie ich das hier trage mit dem Steinbock drauf, nämlich mit dem alchemistischen Originalsymbol für das Zeichen Krebs. Wenn ihr es verschenken wollt, könnt ihr euch aber auch ein anderes aussuchen. Wie immer gehe ich am Ende des Videos darauf ein, wie das mit der Verlosung funktioniert, also bleibt dran. Jetzt wollen wir in eure Konstellationen für den September schauen. Alles über eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder spezielle Aspekte empfangen, das erfahrt ihr in meinem Jahreshoroskop, entweder im Video oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachlesen. Das Jahrbuch und das E-Book bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Monat beginnt mit der Sonne in der Jungfrau im günstigen Aspekt zur Krebssonne. Und sie steht hier in eurem dritten Sonnenhaus und sie steht gut für nachbarschaftliche Kontakte und harmonische Momente in eurem unmittelbaren Umfeld. Merkur im Löwen ist gut für euren Geldhaushalt. Im günstigen Aspekt zur Venus deutet es an, dass ihr euch gemeinsam mit euren Lieben etwas leisten könnt. Sprecht miteinander über eure Wünsche. Dafür ist die erste Septemberwoche besonders gut geeignet. Ab dem 6. September beginnt eine sehr kreative Phase für euch. Dabei bekommt ihr Anregungen von Menschen, die euch fordern und fördern. Wenn ihr frisch verliebt seid, regt euch das zu kreativen Höchstleistungen an, sei es in der Erotik oder bei euren Hobbys und Projekten. Der Neumond am 9. September ist für euch ein Neumond der Inspiration. Er fällt auf einen Sonntag. Nehmt euch dann ein bisschen Zeit, haltet euer Notizbuch bereit und notiert eure Ideen. Wenn ihr schriftstellerisch kreativ seid oder in der Kommunikationsbranche arbeitet, werdet ihr jede Menge gute Einfälle haben. Wenn ihr spirituell arbeitet, überlegt zu Neumond, wo ihr euch weiterentwickeln und weiterbilden wollt. Und wenn ihr selbst Seminare gebt oder unterrichtet, ist der Neumond ideal, um neue Projekte zu planen. Und zu Neumond wechselt auch die Venus das Zeichen. Sie geht in den Skorpion und damit in euer fünftes Sonnenhaus der Lebensfreude, Erotik und Kreativität. Das wird eine große Sache für euch, denn die Venus wird in diesem Bereich im Oktober rückläufig und bleibt deswegen extra lange in diesem positiven Aspekt zur Krebssonne, nämlich bis zum 16. November und dann nochmal fast den ganzen Dezember über. Das wird zwar nicht durchgängig ein Spaziergang, weil sie auch rückläufig wird und ein paar schwierige Aspekte bildet, aber das Potenzial für außergewöhnliche erotische Erlebnisse, kreative Inspiration und Schöpferkraft ist stark erhöht. Die Venus im fünften Haus ist auch günstig, wenn man einen Kinderwunsch hat und schwanger werden möchte, zumal sie im Skorpion besonders fruchtbar wirkt. Natürlich müsste man gegebenenfalls auch schauen, in welches individuelles Haus dieser Venustransit bei euch fällt. Also das gilt dann jetzt besonders für die Krebs-Aszendenten, die haben also die Venus im fünften Haus. Aber wenn ihr jetzt Krebs-Sonne seid, könnt ihr ja auch einen ganz anderen Aszendenten haben. Ne? Müsste man dann eben mal schauen. Allerdings jetzt als erstes gilt erstmal, dass die Venus zwischen dem 9. und dem 16. September einige schwierige Aspekte bildet. Und zwar zu Mars, Uranus und Lilith. Und das kann für fest liierte Krebse bedeuten, dass der Partner nicht mitzieht oder euren kreativen Flow stört oder aber, dass ihr in eine Romanze außerhalb eurer Beziehung hineingeratet. Mit diesen Sternen könnt ihr euch auch in euren Guru oder Weisheitslehrer verlieben. Oder ihr beginnt ein kreatives und sportliches Projekt, was von eurem Partner nicht verstanden wird. Da gibt es nur eins: Verbindung durch Erotik. Die Venus im fünften Haus macht euch zu Meistern und Meisterinnen der Verführung und der Sinnlichkeit. Wenn ihr merkt, dass ihr von eurem Schatz wegdriftet, geht wieder auf Tuchfühlung, indem ihr ihn oder sie verführt und die Verbindung wiederherstellt. Wenn ihr frei und ungebunden seid, habt ihr es natürlich besser und könnt die Liebeschancen und die verführerischen Gelegenheiten nach Herzenslust genießen.
Aber die Aspekte und später auch die rückläufige Venus zeigen, dass die Liebe zwar sehr aufregend und sehr romantisch ist, aber auch noch unsicher. Jemand, der euch perfekt erscheint, könnte seine Meinung noch mal ändern oder es stellt sich nachher heraus, dass es doch nicht so gut passt. Deswegen lasst euch inspirieren und freut euch des Lebens, aber verschenkt nicht gleich euer Herz. Übrigens, auf euch selbst müsst ihr zwar aufpassen, aber für eure Freunde seid ihr ein ruhender Pol. Bei denen ist viel los und ihr könnt ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Am 23. September morgens um 3:54 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in Begleitung von Merkur ins Zeichen Waage. Und das ist dann der offizielle Herbstbeginn. Für euch aktiviert die Sonne dann für die kommenden 4 Wochen den Bereich Heim und Familie. Das wird euch gefallen. Viele Krebsgeborene lieben es, und vor allen Dingen auch Krebsaszendenten, die lieben es, ihr Heim schön zu dekorieren, und die beginnende Herbstsaison wird euch bestimmt inspirieren. Der Vollmond am 25. in den Zeichen Widder und Waage bildet eine Spannung zu eurem Sternzeichen. Wundert euch nicht, wenn ihr an diesem Montag und Dienstag nicht schlafen und euch nicht recht auf die Arbeit konzentrieren könnt. Solltet ihr in den Wochen zuvor aus Versehen fremdgeflirtet haben, bekommt ihr zu Vollmond wahrscheinlich einen Gefühlskater, besonders die Krebse der ersten Dekade. Andererseits habt ihr gute Freundschaftssterne und eure Freunde sind bestimmt gerne für euch da. Am 29. und 30., das ist ein Wochenende, sind die Konstellationen dann wieder günstig, um mit eurem Liebsten und eurer Familie etwas zu unternehmen. Am besten was Ausgefallenes, vielleicht was ihr vorher noch nie ausprobiert habt. Das verbindet. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018, um 17 Uhr. Und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke. Und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.